Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zurück zum zweiten Teil von Harry hilft. Uns beschäftigt heute Abend immer noch ja ein Trampolinverein, will ich es mal nennen, der ja eine bessere Halle braucht, neue Trainingszeiten braucht und vor allen Dingen auch neue Gerätschaften braucht. Frau Seide, so ein Trampolinverein, wie läuft das überhaupt ab? Also wie kriegt man diese Gerätschaften her? Wie weiß man, wie die beschaffen sein müssen? Weil wenn Sie sagen, die sind veraltet teilweise, die Geräte, die wir haben, man muss ja irgendwo wissen, wo gibt es neue? Wie schauen die diese neuen aus? Also wo gibt es neue? Da kann man im Internet recherchieren. Okay, oder? Das ist eine dumme Frage, jetzt, aber klar. Es ist so, dass unsere Geräte teilweise 10 Jahre alt sind und die Federn irgendwann ausgeleiert sind, die Netze ausgeleiert sind, die müssen einfach grunderneuert werden. Und was jetzt noch erschwerend hinzukommt, ist, dass ab diesem Jahr ganz neue Geräte auf dem Markt sind, die eine andere Tuchbeschaffenheit haben und die Springer höher rauswerfen. Und diese werden auf allen Bundeswettkämpfen stehen die da und darauf muss schlichtweg trainiert werden, weil die Springer, das ist einfach halt verletzungsgefährdend, wenn die Springer es nicht üben, auf so einem Gerät, wo sie höher rausgeworfen werden, auch zu trainieren. Also da können die auf dem Wettkampf einfach nicht mithalten. Und diese Geräte sind deshalb auch wichtig, weil ab diesem Jahr auch noch die Zeit hinzuzählt zu der Wertung. Das heißt, die Zeit, die der Springer in der Luft verbringt, kommt noch zu der Wertung hinzu. Und wenn unsere Springer nicht lernen, hoch zu springen, was mit diesem Gerät etwas einfacher ist, dann haben sie da auch keine Chance mehr, was die Wertung angeht. Und diese Gerätschaften brauchen wir unbedingt in Berlin. Also nicht nur wir für unseren Verein, sondern sicherlich auch die anderen Vereine, die Talente haben, die auf Kaderwettkämpfen eben auch mit streiten können. Sie haben aber auch schon versucht, Sponsoren zu finden. Das ist, ja, ich bin groß auf der Suche, habe auch schon ein paar Unterstützer gefunden und wir konnten uns auch schon das eine Gerät dafür anschaffen, was wir jetzt in der Kastanienallee zu stehen haben. Wir brauchen aber auch wiederum noch eins für die Ostdorfer Straße, weil nur da können wir es richtig nutzen wegen der Hallenhöhe. Letztendlich macht es Sinn, sich komplett mit diesen Geräten auszustatten. Und das ist nicht nur das Trampolin als solches, sondern wie auch schon berichtet, diese Schraubenlonge, die völlig veraltet ist, die die Springer fast behindert beim Üben. Also es mangelt an einigen Gerätschaften, die bei uns vom Verein halt nicht zu tragen sind. Frau Meyer, müssen sich die Vereine eigentlich selbst um sowas kümmern? Also es gibt ja die Stiftung Deutsche Klassenlotterie beispielsweise, wo man vielleicht auch Gelder beantragen könnte für so eine Projekte. Der Landessportbund hat garantiert auch hunderte, wenn nicht sogar mehr Kontakte von eventuellen Förderern. Also wie kann man denen ganz praktisch jetzt helfen? Also Sportvereine nutzen ja normal den Gerätepark in den öffentlichen kommunalen Sportstätten. Trampolin ist natürlich eine besondere Form und vor allen Dingen braucht ein Trampolin, wenn ich die Größe sehe, auch Platz. Das ist ein Riesenproblem. Da muss man auch drüber nachdenken. Trampolin ist ja auch olympisch, deswegen sind wir daran interessiert, dass das natürlich auch sich weiterentwickelt seit 2000. Und wir haben uns natürlich auch mit dem Thema schon lange beschäftigt und wir haben ein Programm auch aufgelegt vor 2 Jahren, ein Vereinsentwicklungsprogramm, wo wir im Breitensport eigentlich Vereine unterstützen, wenn sie uns glaubwürdig darlegen können, dass das auch sozusagen zur Weiterentwicklung des Vereins dient. Und deswegen empfehle ich Ihnen, schreiben Sie mir und uns und begründen Sie das und dann werden wir sehen, inwieweit wir über diesen Topf, der schon bei uns eine kleine Summe ausmacht, aber Breitensportförderung allgemein, aber natürlich auch Wettkampf, versuchen wir sie zu unterstützen. Ansonsten gibt es auch noch das Vereinsbauförderprogramm des Senats, das ist aber mehr so in dem Programm Sanierung, Bau, aber auch da gibt es ab und zu Möglichkeiten. Aber Sie hätten da jetzt gleich nach der Sendung Ideen, wohin man sich wenden kann, was wir Frau Seidel heute Abend nicht, und Luis natürlich auch, nicht nach Hause schicken mit, ja oh Gott, so viele Informationen, sondern ganz konkreten Fahrplan, wie man Probleme lösen kann. Noch auch die eine Frage, der Verein ist immer selbstständig verantwortlich für seine Entwicklung, deswegen muss er halt auch entsprechende Finanzen in der Rückhand haben, um zu sagen, okay, das machen wir, das können wir machen und hier überfordern wir uns. Aber wie gesagt, wenn es eine innovative Maßnahme ist, wenn es irgendwie mit Fortschritt zu tun hat in der Sportart, und das ist ja eine Trendsportart in Deutschland, immer weiteren Zulauf, sehen wir Chancen, da auch damit zu unterstützen und weitere Möglichkeiten können wir danach mal besprechen. Fass noch mal ganz kurz zusammen, wie kommen wir jetzt mit der Halle weiter? Mit der Halle kommen wir so weiter, dass ich mit dem Bezirksamt Kontakt aufgenommen habe und wir werden als Transmitter fungieren und dann werden wir sehen, ob wir noch mehr Zeiten haben. Das Problem ist, sagte ich vorhin schon auch,
Viele Vereine wollen rein, haben selber ihre Zeiten. Wir sind natürlich auch daran interessiert, dass die Zeiten, die dem Verein zur Verfügung gestellt werden, auch optimal genutzt werden. Und diese effiziente Nutzung von Sportanlagen, optimierte Auslastung, das ist ein wichtiges Thema. Und das werde ich in dem Zusammenhang auch mal mit reinbringen. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, wenn Sie Vorstellungen haben, wo Sie noch hin möchten, außer der Ostdorfer Straße, also in der Schumannhalle. Kommen Sie zu uns, wir versuchen zu helfen. Frau Seidel, was raten Sie denn all jenen Zuschauern, die heute Abend vielleicht auch überlegen, Mensch, ich habe da eine Sportart im Visier, will da einen Verein aufmachen oder mich in einem Verein engagieren. Was sind so die Erfahrungen der letzten Monate, was Sie angeht? Sie haben sich letzten Endes ja auch ans Fernsehen gewandt, um zu sagen, Mensch, das muss doch langsam mal in die Gänge kommen hier. Ja, ich habe, sage ich mal, seit September angefangen, mich in der Öffentlichkeit zu engagieren, um eben finanzielle Mittel reinzubekommen oder eben vom hier übers Fernsehen. Ich habe sehr, sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Ich hatte am Anfang so mehr das Gefühl, dass ich als Bittsteller irgendwo auftrete und das war eigentlich gar kein gutes Gefühl, aber ich habe genau das Gegenteil an Erfahrung gemacht, dass alle dem sehr positiv gegenüberstehen und alle gerne helfen wollen, weil sie eben merken, dass ich engagiert bin und auch was in die Wege leiten möchte und habe viele Menschen gefunden, die in der einen oder anderen Weise mich da auch unterstützen möchten. Also ich kann nur jedem raten, auch diesen Schritt zu gehen, der gerne sich engagieren möchte, weil es funktioniert. Und Luis, was willst du all jenen? Erstmal die Frage, bleibst du dort weiter im Verein, auch wenn es jetzt im Moment ein bisschen hakt? Also Unterstützung tut ja gut. Ja, sicher bleibe ich in dem Verein. Also das ist, sehe ich als mein Verein, dem ich auch treu bleiben muss, gewissermaßen. Also das ist schon ein Verpflichtungsgefühl da. Und vor allen Dingen weiß ich zu schätzen, dass eben Trainer da sind, die sich engagieren. Oh. Die ein Interesse daran haben, dass ich weiterkomme, dass meine Freunde weiterkommen. Und das ist viel mehr wert als jemand, der vielleicht kompetent ist oder dies und das schon erreicht hat selber. Aber wenn er sich nicht engagiert, dann bringt mir so jemand niemand. Also deswegen bin ich sehr glücklich mit dem Verein und werde da auf jeden Fall auch bleiben. Okay, dann kann ich noch erfahren, dass wir jetzt gleich nach der Sendung einen kleinen Fahrplan erstellen können, wie es jetzt helfend weitergeht für diesen kleinen Verein. Nichtsdestotrotz, er will ja hoch hinaus im wahren Sinne des Wortes. Und vielleicht kann man dann wirklich einiges tun, dass wir in einigen Wochen darüber berichten können. Da konnte jetzt erstmal auf die Schnelle geholfen werden. Und die Entwicklung ist positiv, die da ja vonstatten geht. Wir werden versprochen, nicht wegrennen, nach der Sendung alles nochmal besprechen. Vielen Dank erstmal für den Besuch hier im Studio und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Immer wieder berichten wir hier bei Harry Hilft über die Anstrengung der Bezirke, dreckige und eklige Restaurants ausfindig und dingfest zu machen. Seit 2008 hat dies auch in Pankow im Rahmen eines Modellprojektes sehr gut geklappt. Doch andere Bezirke wollten dieses System auch übernehmen, doch jetzt kurz vor dem Ziel Pustekuchen. Warum? Das erklärt der folgende Beitrag. Zum Lachen wird Bezirksstadtrat Jens-Holger Kirchner wahrlich nicht gewesen sein, als er pünktlich zum Weltverbrauchertag aus der Presse erfuhr, dass das von ihm initiierte Smiley-System nun doch nur auf freiwilliger Basis in ganz Berlin eingeführt werden soll. Ja, ich bin schon ein bisschen entsetzt, weil ich finde schon, dass wir jetzt 3 Jahre intensiv ja auch gut mit der Senatsverwaltung zusammengearbeitet haben. Und umso erstaunlicher ist es, dass jetzt auf der Zielgeraden plötzlich gesagt wird, das ganze Rennen hat nichts genutzt. Also das finde ich schon bedauerlich, ist jetzt noch höflich gesagt, gerade auch in Bezug auf die Vorreiterrolle, die ja Pankow und auch Berlin hatte in Sachen Smiley-System. Rückblick: 2008 richtete der Bezirk Pankow einmalig für Berlin ein Smiley-System ein, um Gaststätten, die unsauber arbeiten, an den Pranger zu stellen. Im Internet konnte man nachlesen, wo es sauber und wo es dreckig ist. Ein Aufkleber an der Scheibe des Lokals stand für einen sicheren Verbraucherschutz. Das sollte nun auf alle Bezirke ausstrahlen, lächeln für ein sauberes Lokal. Aber bitte nur freiwillig. Verbrauchersenatorin Katrin Lomscher sieht rechtliche Bedenken. Es ist nicht abgeschwächt, sondern wir müssen einfach einen anderen Weg gehen. Das ist die Erkenntnis der letzten Tage. Wir haben von Anfang an gesagt, wir brauchen eine bundesweit einheitliche Lösung. Dafür setzt sich Berlin seit langem ein. Und wir wollten als einen ersten Schritt im Landesgaststättengesetz eine Regelung für die Gaststätten treffen. Hier sind wir auf verfassungsrechtliche Bedenken getroffen, die wir nicht überwinden konnten. Dennoch Zweifel bleiben, das übrigens über die Parteigrenzen hinweg. Rechtliche Bedenken standen durchaus schon vorher im Raum. Insofern kommt die Einsicht jedenfalls sehr spät. Und letztlich drängt sich der Eindruck aus, dass die Bedenken, die wir immer hatten, nämlich dass die Bezirke finanziell und personell nicht so ausgestattet sind, dass das die Kontrollen auch durchgeführt werden können, der eigentliche Grund ist und die rechtlichen Bedenken jetzt eher vorgeschoben sind.
Lomscher kontert. Man habe sich keinem Druck gebeugt und mit mehr Personal habe das Ganze sowieso nichts zu tun. Und wir haben ja gerade in den Modellprojekten, insbesondere in Pankow, die Erfahrung gemacht, dass durch das Veröffentlichungssystem die Anzahl der Lebensmittelverstöße zurückgegangen ist. Und zwar ganz unabhängig davon, ob man mehr Kontrolleure hat oder nicht. Nun also ab 1. Juli Smiley Light auf freiwilliger Basis. Ein Trostpflaster bleibt. Im Internet sollen ab Juli Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen online zu sehen sein. Wenigstens etwas. In Pankow soll übrigens alles beim Alten bleiben. Vorerst. Jens-Holger Kirchner vermutet sowieso hinter dem Ganzen einen ganz anderen Beweggrund. Das riecht alles nach Wahlkampf. In welchem Restaurant Sie nach den Wahlen essen, bleibt Ihnen Gott sei Dank selbst überlassen. Ob Sie es jedoch mit einem Lächeln verlassen, steht nicht immer an der Scheibe. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war schon wieder von uns für heute. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, demnächst wieder hier auf TV Berlin. Bis dahin eine kummerfreie Zeit. Machen Sie es gut und tschüss. Haben Sie Stress mit Ihrem Vermieter, Sorgen mit dem Jobcenter oder nervt Sie etwas in Ihrem Kiez? Harry hilft. Gemeinsam mit unseren Kamerateams besuchen wir Sie vor Ort, berichten über die Probleme, fragen nach und versuchen zu helfen. Schreiben Sie uns. TV Berlin, Harry hilft, Rudi Dutschke Straße 4 in 10969 Berlin. Oder Sie rufen uns an 01379 898789. Harry hilft, Ihre Kummernummer hier auf Ihrem Hauptstadtsender TV Berlin. Jeden Freitag um 20 und um 22.15 Uhr. Bis dahin.